Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ganz lange jetzt die letzten beiden Tage überlegt, ob ich zu dem Thema wirklich ein Video drehen soll und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich auch zu dem Terror in Berlin was sagen möchte. Ich bin ja nun Berlinerin und ja, es ist ein ganz komisches Gefühl gewesen, als ich vor 2 Tagen abends auf einmal die ersten Nachrichten las, ob alles okay sei und ich wusste gar nicht, was los ist. Und habe dann den Laptop angeworfen und habe nachgeschaut und dann halt gesehen, was passiert ist. Und da wird einem ganz anders. Und da wird einem ganz anders, weil man selber vor 3 Wochen genau auf diesem Weihnachtsmarkt war mit seinem Kind. Emil ist das Karussell gefahren, ich stand da mit meiner Mama und das ist so unwirklich, dass jetzt wirklich Berlin, sprich Deutschland, halt wirklich ein gezielter Terroranschlag abbekommen hat. Und ich will gar nicht groß über den Terroranschlag an sich sprechen. Ich möchte so ein bisschen darauf eingehen, ob man einem Kind sagen sollte, was in der Welt dort gerade passiert. Und Emil hat am nächsten Morgen halt mitbekommen, als ich mir die Bilder und auch im Fernsehen halt die Sachen angeschaut habe. Und er hat mich gefragt, was dort los sei. Und dann habe ich ihm das erklärt. Ich finde, man sollte Kinder nicht schützen und in Watte packen. Man sollte ihnen schon ehrlich sagen, was mitunter in der Welt passiert. Und das habe ich getan. Ich habe ihm erklärt, dass es durchaus böse Menschen gibt, die anderen Menschen schaden wollen. Warum, weiß man manchmal gar nicht so genau. Und dass es halt wieder so ein böser Mensch war und Menschen umgebracht hat. Und dass da jetzt ganz, ganz viele Leute in Deutschland und auch in anderen Ländern deswegen Angst haben und auch erschrocken sind, dass sowas wieder passiert ist. Und habe ihm das durchaus realistisch und ehrlich erklärt und gar nicht so groß ja, für einen Fünfjährigen verpackt, weil ich einfach finde, verschönen sollte man das vielleicht auch gar nicht. Also es kommt immer darauf an, wie weit das Kind Dinge versteht. Und ich wusste, wenn ich Emil das erkläre, dass er es verstehen wird. Und ja, wir haben da ganz viel drüber gesprochen. Wir haben uns Bilder angeschaut. Er hat gefragt, warum die Menschen halt gestorben sind. Dann habe ich ihm das genau erklärt. Und ja, auch Emil, klar, ein Kind fasst es auf und weiß auch, dass es schlimm ist. Aber die nimmt das nicht so mit wie mich selber. Und er hat mich auch gefragt, warum ich das sehr traurig finde und Angst vorhabe. Und da habe ich ihm halt erklärt, dass ich schlimm finde, dass es böse Menschen gibt, weil eigentlich können wir ja alle lieb sein. Und dass es halt Menschen aus unserem Land und anderen Ländern gibt, die das Liebsein halt nicht so können. Und ja, das habe ich ihm dann zu der Sache erklärt und habe ihm aber auch gesagt, dass der Oma gut geht und so und einen, den wir kennen. Also toi toi toi, klingt jetzt ein bisschen doof, aber aus meinem Freundeskreis hat das niemanden erwischt oder war involviert. Aber es macht trotzdem traurig und es erschüttert sehr, weil ich finde, gerade vor Weihnachten tun mir die Angehörigen sehr, sehr leid, die dort jetzt in dieser Situation sind. Und man weiß gar nicht, wie man das ausdrücken soll, weil man die Menschen nicht kennt. Aber auch ich oder eine Freundin, meine Mom, die hätten alle dort stehen können und das hätte allen passieren können. Sicherlich kann überall was passieren. Aber ja, also ich finde gar keine richtigen Worte dafür. Und ja. Das wollte ich dazu jetzt schon mal so ein bisschen sagen. Ihr merkt, mir fehlen da wirklich so ein bisschen die Worte. Ja, es ist schrecklich und Berlin ist eine Weltstadt. Ja, und ich finde, man sieht jetzt, also gerade heute habe ich ein Video gesehen auf Facebook, wo eine große Menschenmenge sich getroffen hat am Breitscheidplatz, wo das halt passiert ist und We Are the World gesungen haben. Und da kriegt man Gänsehaut, man kriegt Pipi in den Augen und ich finde, das ist ein ganz starkes Zeichen. Viele verurteilen die Politiker, da möchte ich auch eigentlich gar nicht drauf eingehen, weil ich mit der Politik gar nicht so viel am Hut habe. Aber ich glaube nicht, dass man alles immer nur auf die Politiker schieben kann. Ich finde, wir alle müssen dazu beitragen und das können wir nur, wenn man auch wirklich zusammenhält und probiert, was zu ändern.
Ich meine, es wird wahrscheinlich nie Frieden, kompletten Frieden auf der ganzen Welt geben, obwohl sich das irgendwie ja jeder wünscht. Aber ja, wenn nicht jeder daran arbeitet, wird es sowas wahrscheinlich auch nie geben. Ich wollte euch halt einfach nur dieses kleine Statement einfach mal geben, dass ich finde, man sollte den Kindern auch sagen, was dort draußen passiert. Man liest ja vieles im Internet, dass man Kindern das vielleicht kindgerechter und aber ich finde halt einfach, es ist ja nun mal so passiert und ich glaube, dass ich es dem Emil ganz gut vermittelt habe. Also er kommt jetzt nicht ständig an und hat Angst oder so. Im Gegenteil, also er ist sehr interessiert an dem Thema. Ich sage ja, und es muss auch jeder wissen, wie er es seinem Kind erklärt und ob er es erklärt. Für mich war es wichtig, Emil hat erkannt, dass es in Berlin ist. Berlin ist unsere Heimat. Man hat mich ja schon oft gefragt, ob ich es bereut habe, aus Berlin weggegangen zu sein. Und ich kann an dieser Stelle sagen, nein, habe ich nicht. Im Gegenteil, weil, wie ich eben auch schon mal erwähnt habe, passieren kann überall was, aber ich glaube, dass ich Emil hier noch ein kleines Stückchen heile Welt bieten kann an der Ostsee. Und trotzdem schmerzt das Herz, wenn in der Heimat sowas passiert ist. An dieser Stelle möchte ich gar nichts weiter sagen, außer dass wirklich die Gedanken in Berlin sind, auch bei den Angehörigen, weil ja, es ist einfach schrecklich und deswegen möchte ich an dieser Stelle das Video beenden, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.